Auch ich will mich einreihen und über Fuka sprechen, zumindest ganz kurz. Als ich es mir genauer angeschaut habe, ich habe immer so ein bisschen eine Allergie gegen Buzzwords. Ja? Fuka, 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 alle schreien Fuka. Und da fand ich es insbesondere lustig, als ich gelesen habe, dass es Fuka schon seit 1987 gibt. Also bei weitem nichts fürchterlich Neues, sondern es ist einfach aus den Erfahrungen der amerikanischen Armee im Krieg hervorgegangen. Und grob zusammengefasst, ja, die Welt ist viel schneller, viel wilder, viel verrückter und wir müssen viel schneller reagieren können und anpassungsfähiger werden. Ja, ob man das jetzt FUCA nennt oder nicht, ist egal. Das Problem, das ich dabei sehe, ist, dass unser Hirn halt inzwischen ziemlich voll ist. Ich nehme da gern ein bisschen die Metapher des Hafens, ja, da sind ganz viele große Schiffe, ganz viele große Gedanken, Herausforderungen, wilde Dinge, ja, die uns beschäftigen. Das sind aber auch irgendwo da unten sind ein paar kleine Schiffe und da hinten vielleicht ist auch so ein, wie heißen die, diese Elektro-Dinger, wo man einzeln drauf sitzt, ist wahrscheinlich auch einer unterwegs. Und all das ist, was uns belastet, was uns auch einschränkt, unsere volle kognitive Leistung zu bringen, für uns selbst und für andere. Und ihr seid jetzt ein ganz spannendes neues Publikum für mich, weil normalerweise habe ich eine relativ niedrige Quote an Getting Things Done Nutzern oder Menschen, die Getting Things Done überhaupt nur kennen im Publikum. Gestern beim Abendessen hatte ich so das Gefühl, das ist hier rigoros anders. Wem sagte schon, bevor er hierher kam, das Thema Getting Things Done, GTD was? Handzeichen? Ja, was sage ich? Wer nutzt aktiv Getting Things Done? Sehr gut. Wunderbar. Von denen, die gerade die Hand gehoben haben, wem fällt spontan eine Metapher aus Getting Things Done ein, die mit Wasser und dem Gehirn zu tun hat? Ja. Ja, Simon, super. Das Ziel von Getting Things Done ist, dass es in unserem Kopf eher so aussieht. Ja? Schön ruhig, flach, alles easy. Und wenn was reinkommt, wenn ich da einen kleinen Kiesel reinschmeiße, dann reagiere ich angemessen. Das heißt, ich lasse mich davon nicht aus der Ruhe bringen, wenn es was Kleines ist. Wenn es was Großes ist, wenn ich einen riesen Backstein oder so einen riesen Monsterstein, was immer man da am besten als Begriff nimmt, der reinwerfe, klar, dann reagiert das Wasser stärker. Und dadurch kriege ich auch so schöne kleine Blümchen, die ab und an mal aufblühen, schöne kleine Ideen. Und im Folgenden soll es jetzt darum gehen, allen, die bisher eben noch nicht GTD aktiv anwenden, so zwei elementare Grunddinge von Getting Things Done beizubringen. Und deswegen ist das jetzt hier kein reiner Impulsvortrag, sondern ein Impulsvortrag-Workshop-Dingsbums. Und wir fangen mit einer wunderschönen kleinen Übung von Getting Things Done an, dem sogenannten Mindsweep oder der Gedankensammlung. Mindsweep, weil wir unseren Besen nehmen und alles, was in unserem Kopf so rumwuselt, rausschieben. So wie die zwei da auf dem Bild. Dementsprechend möchte ich euch jetzt bitten, ein Objekt eurer Wahl zum Schreiben oder Erfassen zu nehmen. Das kann digital wie auch ganz klassisch Papier sein. Und 2 Minuten lang alles aufzuschreiben, was euch so im Kopf rumschwirrt. Es geht um Quantität, nicht Qualität. Also einfach nur Pizza kaufen, Kind anrufen, Mamas Geburtstag. Alles, was da rumschwirrt. Auch die natürlich, die GTD machen, ja. Also gerade die sollten wissen, da kommt immer was nach. Alex, ich sehe dich nicht schreiben oder sammeln da hinten. Oh, im Kopf ganz schlecht, ganz, ganz schlecht. Alles raus aus dem Kopf. Das ist so die Grundprämisse von Getting Things Done.
Denn unser Kopf kann vieles, aber er kann uns schlecht in genau dem Zeitpunkt an Dinge erinnern, wo es gerade sinnvoll wäre. Noch eine Minute. Wem nichts mehr einfällt, einfach mal geistig durch das Zuhause gehen, durchs Büro, was liegt da so alles rum. Wir machen die Übung normalerweise 10 Minuten. Keiner wird fertig. Gut. Wem geht's so? Handzeichen. So nach dem Motto, oh mein Gott, ist das viel Zeug. Eieieiei. Wenn ich da jetzt auch noch anfangen muss, was zu tun. Schrecklich. Wem geht's so? Boah, endlich ist es wenigstens aus dem Hirn draußen. Es fühlt sich an, als wäre es so ein kleines bisschen weiter, als es vorher war. Ein kleines bisschen zumindest. Und so ist es immer. Es ist immer eine Mischung. Und das ist auch völlig normal, weil es hängt einfach von der Situation ab, in der wir gerade sind. Mal haben wir die Dinge mehr im Griff, mal haben wir die Dinge weniger im Griff. Auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet sich auch ein David Allen so gut wie nie über 9. Weil wir haben so viele Dinge, die auf uns einströmen, nicht vergessen Fuka, dass wir Probleme haben, das alles immer unter Kontrolle zu haben. Aber wir können versuchen, es so gut wie möglich unter Kontrolle zu haben. Und da hilft Getting Things Done. Ein Kernelement, ich habe ja gesagt, wir schauen uns 2 Kernelemente an. Ein Kernelement von Getting Things Done ist die sogenannte nächste Aktion. Von der bin ich persönlich ein unglaublicher Riesenfan, weil damit kann man wahnsinnig viel erreichen. Gehe ich später noch drauf ein. Ihr sucht euch jetzt erstmal ein Ding auf eurer Liste aus, das euch am meisten stresst. Wo ihr am meisten denkt, will ich eigentlich gar nicht näher drüber nachdenken. Hat jeder eins? Ich sehe wenig Nicken, Begeisterung, Bestätigung. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wunderbar. So, jetzt überlegt ihr euch bitte, was, wenn wir jetzt einfach so spontan die Session beenden, was würdet ihr dann tun, um dieses Ding voranzubringen? Und vor allem, wie würdet ihr anfangen? Die nächste Aktion nach Getting Things Done ist die nächste physikalische, konkrete Aktion, die ihr tut, um das anzufangen. Der Hintergrund ist, wenn ihr Sachen wie Steuererklärung auf eurer Liste habt und ihr lest Steuererklärung, wenn ihr gerade Zeit habt, Lust habt ihr eh nie auf die Steuererklärung, wenn ihr lest Steuererklärung, ich persönlich denke dann erstmal, ja, boah, da müsst ihr jetzt überlegen, wie ich anfange. Ich glaube, das mache ich lieber ein andermal, das Überlegen, das ist geschickter. Und genau das wollen wir verhindern. Wir formulieren es jetzt so, dass wir es lesen und sofort einfach anfangen können, nicht mehr nachdenken müssen. Wie vorher gesagt, man kann immer noch prokrastinieren, ich bin da super drin, ja, also. Das ist eine eigene Geschichte, auf die ihr mich gerne ansprechen dürft, was die Steuererklärung angeht. Aber in dem Kontext wäre die nächste Aktion zum Beispiel die Software-CD bestellen, auf der dieses Steuererklärungstool ist. Ne? Oder die neue Elster-Version runterladen oder die Belege sammeln. Also ganz konkret, ganz physikalisch etwas aktiv tun. Das schreibt ihr jetzt bitte auf für dieses Dings, das ihr euch ausgesucht habt. Man muss es beobachten, sehen können, dass ihr da was tut. Ist quasi die Start, das, was ihr an der Startlinie tut, wenn ihr losrennt. Ja. Was ihr braucht, um auf der Startbahn durchzustarten.
Dafür nehmen wir uns jetzt auch noch mal eine halbe Minute. Damit ich ein Gefühl kriege, wer schon durch ist, können die irgendwie so ein bisschen die Hand nach oben, ganz entspannt, ohne Stress. Okay, gut, dann können wir weitermachen. Okay. Ich mache gern auch Unterstützung bei jedem, der Probleme hatte, einfach nachher auf mich zukommen. Gerne an dem konkreten Beispiel. Das zweite große Prinzip von Getting Things Done ist das sogenannte gewünschte Ergebnis, auch genannt das Projekt. Das, wir haben gerade definiert, wie sieht der Anfang aus. Ja? Und jetzt definieren wir, wie sieht das Ende aus. Was muss ich auf meine Liste schreiben, damit ich einen Haken dran machen kann und sagen kann, ja, das Ding ist durch. Sollte idealerweise auch positiv sein. David Allen sagt gern, what makes you dance the happy dance. Ja? Das ist, warum ihr es überhaupt macht. Und ein Element, warum das mächtig ist, ist, dass ihr dabei merkt, macht es A, überhaupt Sinn, das zu machen? Und B, worauf muss ich denn auch Wert legen bei der Umsetzung? Wenn ich irgendeinen Foliensatz machen muss und ich weiß, der wandert in die Schublade, passe ich vielleicht den Aufwand ein bisschen an im Vergleich zu so einem Vortrag, den ich hier halten darf vor euch. Da möchte ich euch auch nochmal bitten, jetzt eine starke halbe Minute drauf zu verwenden, dieses gewünschte Ergebnis aufzuschreiben zu dem Thema, das ihr euch genommen habt, wenn es denn mehr als ein Schritt ist. Denn nur dann gibt es ein gewünschtes Ergebnis. Ansonsten wären die beiden gleich. In der Steuererklärung wäre das zum Beispiel Erstattung auf dem Konto eingegangen oder Umschlag beim Finanzamt eingeworfen. Was Messbares, was Smartes, spezifisch messbar, aktiv beeinflussbar, realistisch und terminiert. Meine bevorzugte Definition. Wer ist soweit? Okay. Gut. Das ist die Ziellinie. Einerseits ist das gewünschte Ergebnis, die Ziellinie, das, was ihr erreichen wollt bei dem, was ihr tut, bei dem, was ihr geklärt habt. Und andererseits ist es auch die Ziellinie für diesen kleinen, schnellen Impulsvortrag. Und idealerweise, wenn ihr das für alles, was ihr auf eurer Liste macht und wenn ihr diese Übung noch weiter ausführt, macht, was das bewirken sollte, ist, dass euer Kopf frei ist, weil ihr habt alles erfasst. Natürlich gibt es noch diverse andere Elemente von Getting Things Done. Wie organisiere ich das jetzt und wie stelle ich sicher, dass ich den Überblick behalte, nachdem ich ihn einmal hergestellt habe. Aber 15 Minuten sind ein bisschen knapp. Und falls ihr dazu noch Fragen habt, kommt gerne hier auf mich zu, schreibt mir eine E-Mail, twittert mich an. Ich bin nicht besonders fit auf Twitter, also wenn es da länger dauert, gerne mal noch eine E-Mail schicken. Man sollte mich auf LinkedIn relativ gut finden können mit dem Namen, allerdings sei es der Unterschied im Vergleich zur Agenda, Zielke, Zielke, nicht Zibur. Und da findet ihr mich auf jeden Fall und könnt mich adden und mir schreiben. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt, auch wenn ihr jetzt tatsächlich was arbeitet in so einem Vortrag. Dankeschön. Okay.